Heute fand die erste Tarifverhandlung für die westdeutsche Textil- und Bekleidungsindustrie statt. Es ist natürlich jetzt hier nur mal ein Abklären, was die wirtschaftliche Situation bedeutet und was sie ist. Aber wir wollen jetzt heute endlich mal starten, weil auch wir warten auf mehr Geld. Der alte Tarifvertrag, der hatte bis zum 31.10. Gültigkeit und nun hat sich hier die IG Metall und der Gesamtverband der Textil- und Bekleidungsindustrie getroffen, um die Forderung von 5% zu diskutieren. Die 5% sind gerechtfertigt, weil wenn man in unser Umfeld schaut und die anderen Branchen was abgeschlossen haben, dann liegen die alle in der gleichen Größe. Die Zukunftsbranche Textil, die in der Zukunft immer mehr gefordert wird und immer innovativer sein soll, braucht das Geld, damit die Menschen, die jungen Menschen und auch die anderen Menschen zu uns kommen und auch gerne bei uns bleiben. Ja, wenn die Auszubildenden sich informieren, welche Branche gibt welche Ausbildungsvergütung, da wird natürlich auch aufs Geld geguckt. Und da ist unsere Branche ja auch nicht führend. Und da wir keine Übernahme haben, überlegen sich die Auszubildenden, gehe ich doch lieber in eine Branche, die mir die Übernahme nach der Ausbildung zusichert. Da habe ich ja mehr von. Wir müssen mehr Geld haben, damit auch die Leute wieder einkaufen können. Denn allein das Brötchen, das ist genauso teuer für uns wie auch für den Manager. Der Arbeitgeber, der hat einiges dagegen gesagt und es wird ein harter Kampf. Aber wir brauchen das ja, wir müssen da durch. Wir plädieren natürlich für mehr Geld, weil die Textilbranche auch mittlerweile unattraktiv geworden ist für die Mitarbeiter, weil das Geld halt weniger geworden ist. Wir in unserer Firma, wir qualifizieren auch unsere Mitarbeiter. Es ist nur dann auch schwer, die Mitarbeiter zu halten aufgrund des geringen Einkommens. Wir sehen das, dass wir Arbeitnehmer doch sehr viel auch einbringen. Flexibilität, ja, Motivation und sind für unser Unternehmen immer da. Wir stehen für das Unternehmen, wir kämpfen für unser Unternehmen. Natürlich sieht die Arbeitgeberseite, der Verbandseite sieht es anders. Der sieht natürlich die Statistik, die Zahlen. Billig ist nicht der Weg, sondern besser ist der Weg. Mit anständigen Entgelten, aber auch mit Arbeitsbedingungen, wie sie andere Zukunftsbranchen auch haben. Nämlich Altersteilzeit und der Nachwuchs muss nach der Ausbildung auch eine Möglichkeit haben, im Betrieb zu bleiben. Das sind Bedingungen für eine Zukunftsbranche. Und wer das nicht hat, der ist keine Zukunftsbranche. Nur wenn viele Beschäftigte aus der Textil- und aus der Bekleidungsindustrie mitmachen, sich organisieren, Mitglied werden, dann haben wir eine entsprechende Kraft, auch unsere Forderungen für diese Tarifrunde, auch für die Zukunft durchzusetzen. Das Wort Solidarität erkläre ich immer wieder. Einer für alle, alle für einen. Nur wenn wir gemeinschaftlich zusammenhalten, können wir was erreichen.